Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Und heute ist es soweit, Leute. Meine Feuerwerk-Silvesterbestellung 2019-2020 steht hier vor mir, Leute. Es ist endlich soweit. Ich bin mega hyped, Leute. Ohne Witz, also die Vorfreude. Ich weiß jetzt gerade nicht, wenn ich diese Sachen jetzt hier gleich sehen werde. Heile Witzke, Alter. Ich explodiere gleich, Leute. Ihr könnt auch mal gerne schreiben, wie es bei euch ist mit der Vorfreude. Ich weiß nicht, also bei mir ist es echt momentan locker mal 9 von 10, Leute. Es ist echt heftig momentan. Und vorab muss ich euch noch eine wichtige Info mitgeben, und zwar diese Pakete, so viel Schwarzpulver, wie jetzt hier vor mir steht, dürft ihr privat zu Hause natürlich nicht in eurer Wohnung stehen lassen bzw. lagern. Ich lagere diese Sachen hier auch nicht in meiner Wohnung. Die sind natürlich jetzt heute erst angekommen und ich werde die dann nach dem Video in mein externes Lager verschiffen. Aber jetzt, sie musste ja irgendwie zu mir ankommen und das ist jetzt kein Problem. Ich lagere die Sachen ja jetzt nicht hier privat, sondern nur für dieses Video steht die Ware jetzt hier vor mir. Bevor jetzt hier ganz viele auch wieder in die Kommentare schreiben, wieso hast du jetzt deine Bestellungen schon so früh bekommen, vor Silvester. Die meisten Leute bekommen ihre Bestellungen ja erst am 28.12. bis 31.12. Ja, ich bin ja mit meiner Tätigkeit selbstständig und habe somit einen Gewerbeschein. Und mit dem darfst du in Deutschland auch unterm Jahr Feuerwerk der Kategorie 1 und 2 bestellen. Also, das ist alles ausschließlich Kategorie 2 Feuerwerk von PyroWeb. Ihr seht es hier, glaube ich, schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ein PyroWeb-Karton ist hier am Start. Und Leute, noch eine ganz wichtige Info für euch. Falls ihr zu Hause immer noch kein Feuerwerk bestellt habt, was ich euch nur ans Herz legen kann, weil man online teilweise wirklich viel, viel qualitativ hochwertigeres Feuerwerk bekommt als bei Lidl, Aldi und den anderen Discountern, dann, Leute, hat PyroWeb mir einen externen Link erstellt. Und zwar blende ich den jetzt hier nochmal ein. Ihr gebt einfach ein pyroweb.de und dann /mpm und ihr erhaltet automatisch 10% auf eure gesamte Bestellung und ihr unterstützt damit mich sogar noch. Also es ist einfach nur eine mega geile Aktion, Leute. Hashtag PyroWeb in die Kommentare, Leute. Einfach nur eine geile Sache. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an PyroWeb. Und ja, Leute, diese ganzen Sachen haben hier tatsächlich knapp 150 Kilo gewogen. Allein das hier unten hat 40 Kilo gewogen. Ey, das hier hochzuschleppen, das war anders. Weil die Spedition hat es mir nicht vor die Tür hochgebracht, sondern ich musste sie unten an der Tür abholen. Aber ich habe zum Glück einen Fahrstuhl, aber trotzdem, mir haben danach trotzdem die Finger geblutet. Aber das ist mir gerade scheißegal, Leute. Nämlich Feuerwerk wartet hier auf mich. Und wo ist mein Cuttermesser? Da liegt's. Ja, Leute, wir haben hier einige Sachen bestellt. Ich bin so hyped, Leute, es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Ich stehe hier vor fucking 150 Kilo Feuerwerk, Alter. Ich komme schnell. Leute, ich bin so geil auf dieses Feuerwerk. Und wenn ihr so reich werden wollt wie ich, dann kommt in die WhatsApp-Gruppe. Leute, mir ist jetzt schon übelst heiß. Ich kollabiere hier gleich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe viele Sachen, wie gesagt, für Silvester bestellt, aber auch für weitere Videos, die ich im Ausland dann produzieren werde, die natürlich noch vor Silvester für euch online kommen, um eure Vorfreude auf Silvester nochmal so richtig anzuheizen, meine Freunde. Und jetzt geht's los, Junge. Und zwar, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem langweiligsten Teil. Und zwar habe ich habe die Bestellung im Livestream getätigt gehabt auf YouTube. Die Leute, die es gesehen haben, wissen es ja noch. Das ist aber schon ein Weilchen her. Und deswegen, ich weiß zum Beispiel, was hier drin ist, was hier drin ist, was hier drin ist. Das machen wir jetzt auch als erstes auf. Aber in den anderen Paketen, ich weiß natürlich noch, dass ich mir Funkeböller bestellt habe. Ey, Leute, da, kurzer Spoiler. Aber ich habe schon wieder so viel vergessen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist immer mega geil. Ich habe mir auch extra den Bestellschein nicht angeschaut, damit jetzt für mich auch nochmal ein klein wenig
Überraschung am Start ist. Passt auf, Leute. Wir machen das so. Ich mache das jetzt schon mal hier auf. Und dann hole ich die Kamera gleich in die Hand, damit wir eine Ego-Perspektive haben, Leute. Also so, wie ich das jetzt auspacke, erlebt ihr das jetzt 3D-mäßig mit, Leute. So, Leute, jetzt ist die Ego-Perspektive am Stüssel. Hier nochmal die ganzen Pakete. Ich frage mich gerade auch schon, was die Nachbarn vor mir denken. Schreie trotzdem mal, wie du behindert dabei. Hier ist Feuerwerk und ich bin hier zu Hause, Leute. Ich bin hier zu Hause und deswegen müssen alle auf mich hören. So, was haben wir hier drin? Ihr seht es schon. Ganz oft das Gleiche. Was ist hier los? Ja, Leute. Ihr kennt ja vielleicht meine Serie 100 Mal XXL-Ketten. Und wir haben für ein Video jetzt hier fucking 300 Euro ausgegeben. 100 Mal für 2,99 Euro die Xplode Echo. Eine 100-Schuss-Heuler-Batterie. Und ihr seht schon, da unten geht es weiter. Oh, nee. So. Noch eine. Und es geht noch immer tiefer, Leute. Oh, nee. Immer tiefer. Immer tiefer weiter rein in die Olga. Also es geht noch tiefer, Leute. Alles die Echo-Batterie hier. So, wir packen das mal wieder hier so amateurhaft zurück. Und das ist eine ganze VE von den Echos. Und davon haben wir hier nochmal zwei Pakete. Und die schauen wir uns jetzt auch noch mal ganz kurz an. So, ich habe jetzt hier noch mal mein Kameralicht angemacht. Dann sieht man die ganzen Sachen ein wenig besser. Oh nee, richtig amateurhaft hier wieder am Schlitzen. Oh Junge, ist ja grausam. Aber sollte trotzdem funktionieren. Jawohl. So. Also hier haben wir sie auch noch mal drin. Ihr seht es, Echo von Xplode. Und was randalieren hier meine Katzen? Was machen die? Was denken die sich überhaupt die ganze Zeit über mich? Ha. Aha. Ha. Ja, die Pyrocat. Ihr seht es, schon mit Powerballs am Rumspielen im frühen Alter. Das bin einfach nur ich. Ja, die Lilly, die denkt sich auch eigentlich irgendwie nur so, Bruder, ich muss los. Ich aber nicht, denn ich packe jetzt hier meine dritte VE Echo aus. Aha, ja, die Luna ist auf jeden Fall dabei, die hat Bock. Echo. Ja, Leute, das sind drei VEs, insgesamt 100 Stück, 100 kleine Batterien, Heulerbatterien mit jeweils 100 Schuss. 100 mal 100, ich denke mal 10.000, wenn nicht, bin ich ein... Die stellen wir jetzt einfach mal zur Seite. Die haben wir jetzt schon mal hinter uns. Das ist, wie gesagt, das langweiligste von der... Alter, von der Bestellung. So. Und die fetten vier Pakete hier warten jetzt noch auf uns. Wirklich fette Pakete. Das da unten 40 Kilo hat es da unten gewogen. 42, glaube ich sogar. Und wir beginnen jetzt einfach mal, ne, das ist das zweitschwerste. Ja, wir machen das mittlere hier. So, das erste Paket von den vier großen Paketen. Luna ist ganz gespannt, genauso wie ich. Was verbirgt sich in dieser Kiste? Das seht ihr, wenn das Licht angeht, aber es ist ja schon an. Hallo, was ist denn hier los? Verpackungsmaterial. Das sehe ich nicht gerne. Ich sehe nämlich eigentlich nur Feuerwerk gerne. Guck mal, Luna, das ist was für dich. Ja, ich wusste doch, dir gefällt das. Mach das mal kaputt mit deiner Kralle.
Kuckuck. Okay. Sie will auf jeden Fall da drin chillen. Ich überlasse ihr das mal. Sie kann sich ruhig gönnen. Ey, was haben wir denn hier? Muss ich dich mal ganz kurz hier... Achtung. So. Die steht so drauf, ich stehe auch drauf. Wir haben hier auf jeden Fall feinste Mindestparty-Artikel. Grüße gehen raus. Und zwar die Luftschlangenbatterie. Die habt ihr schon in dem Video von mir gesehen. Leider schon beschädigt. Den Darm. Aber das sollte nicht den Effekt stören. Fette Luftschlangenbatterie, die werde ich auf der nächsten Mindestparty zünden. Kommt alle zur nächsten Mindestparty vorbei. Wann genau die ist, kann ich euch aber nicht sagen. Das steht noch nicht fest. Feinste Bengalos, ich hoffe, die werden auch auf der Mindestparty gezündet. So wie letztes Mal. Nudel, ich war es nicht. Meldet euch bei Hector Panzer. Das ist nämlich unser Black Pyro Neuling. Und wir haben hier feinste Rauchbomben. 2 Stück XL800. Die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Richtig geile Rauchbomben. Kommt hier an der Seite. Und an der Seite kommt fetter Rauch raus. Ihr habt die bestimmt schon in einigen Videos von mir gesehen. So, haben wir hier zweimal. Wow, das wiegt einiges hier. Rauchbälle von Weco. Da wird auf jeden Fall noch ein fettes Rauchball-Video kommen, wo wir alle Rauchbälle, die ihr hier seht, diese hier, und diese hier, jeweils 100 Stück in einer Packung, werden auch nochmal für euch in einem Video, in einem fetten Kreis gezündet. Also das wird auch ein mega geiles Video. Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. Abonnieren, Glocke aktivieren und ihr verpasst diese kranken Videos nicht, die jetzt alle noch vor Silvester online kommen werden. So, und dann haben wir hier noch weitere Rauchbomben. Zweimal den XL in Gelb, zweimal Rot und zweimal in Grün. Einfach nur die Klassiker mittlerweile, diese Dinger. Und die gehen immer weg und machen immer wieder Spaß. Was haben wir hier unten? Nochmal einzelne von den Dingern. Keine Ahnung wieso. Ich jetzt so eine ungerade Zahl bestellt habe. Jeweils, also auf jeden Fall nochmal 5 kleine Packungen von diesen Weco Rauchbällen. Die habe ich auch noch nie gezündet. Ich bin sehr gespannt, wie die sich so schlagen. Ist übrigens in der Kategorie T1 kategorisiert. Das heißt, das Ganze ja über erlaubt zu zünden. Und das macht mich einfach nur noch geiler als jetzt je zuvor. 3 fette Kartons haben wir jetzt hier noch am Stüssel. Oh Leute, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Leute. Und wenn ihr dieses Gefühl auch haben wollt, pyrorap.de/mpm und ihr hattet direkt 10% auf eure gesamte Bestellung. Und jetzt, wo ist mein Cutter? Da. So, geht's direkt los hier mit dem dritten großen Karton. Luna hat immer noch Spaß. Ey, einfach nur schön. Alle haben Spaß. So muss es sein. Und jetzt schaut euch das mal an, Alter. Das wird auch für ein Video sein, das ich geplant habe. Sogar mehrere Videos, die hier in diesem Karton drin stecken. Für meine XXL-Kettenserie. Wir haben hier insgesamt 100 Knallfrösche von Funke, also nur die guten hier. Und ich hoffe, die werden einfach nur schön hüpfen. 100 Knallfrösche auf einmal, das wird auch ein mega geiles Video, glaube ich. Wie so 100 Frösche auf einmal gleichzeitig durch den Bildschirm hüpfen. Leute, freut euch einfach nur auf diese geilen Videos. So. Feinste Wunderschale. Wunderschale. So. Ich pack die mal kurz hier zur Seite. Die stören mich nämlich hier beim weiteren Auspacken. Ihr seht da unten schon Raketen. Geil. Ja, das war klar. Aber dieser Anblick macht mich auch schon direkt geil. Ich kann gar nichts mehr geiler machen gerade. Wir haben hier Turbo Turtles.
Das sind so Dinger, die dann hochfliegen. Erst wahrscheinlich ein bisschen pfeifen und dann hochfliegen. Freue ich mich sehr auf diese Dinger. Ey. So, und dann hier noch ganz viele Smokebirds. Da wird natürlich auch dann ein Video von folgen, wie wir, ich glaube, es sind 100 Stück dann auch am Ende, 100 Smokebirds auf einmal zünden. Die haben einen Rauchaufstieg, wenn sie nach oben fliegen. Also die kann man am Tag zünden oder sollte man am Tag zünden. Und darauf freue ich mich auch einfach nur richtig. Oh, nee. Und da unten Funke-Batterien, Leute, ey. Leute. Hier hinten sind noch 3 Packungen. Jeweils immer 4 Stück drin. Das heißt, wir bräuchten 25 Packungen. 25 sind es, glaube ich, noch nicht. Vielleicht kommt ja noch was. So, es geht weiter. Bombenrohre. Es wird einen Bombenrohrvergleich geben 2019. Bin ich mir auch noch nicht zu 100% sicher, weil ich nicht alle Bombenrohre da habe. Und deswegen muss ich mir das nochmal überlegen, ob ich das mache. Weil es macht halt nicht so viel Sinn, wenn man nicht alle wirklich am Start hat. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch Tornado-Wirbel. Die sind so ähnlich wie die Turbo-Turtles. Bin ich mal gespannt, auch welche da besser sind. Können wir mal hier kurz aufschlitzen. So, gerade schon wieder 10 Minuten meinen Cutter gesucht. Ah ja, man kennt ihn. So, zeige ich euch die Dinger nochmal kurz. Na, so jetzt. Das sind so kleine Dreiecke hier. Auch mit so 2 Kammern, so wie hier bei den Turtles. Also bin ich auch mal auf den Vergleich gespannt zwischen den beiden Dingern hier. Und jetzt lächeln uns hier schon Raketen an. Boah, dieser Geruch, Leute, ne? Riecht ihr das? Einfach nur geil! Silberraketen von Funke. Hatte ich noch nie, bin ich sehr gespannt drauf. Sollen ziemlich geil sein. Wollte ich mir schon wieder gar nicht bestellen. Und dann hat der Livestream-Chat geschrieben, nimm dir noch die Silberraketen mit. Also Grüße gehen raus an den Livestream-Chat bei der Bestellung. Ohne die hätte ich die nicht bestellt. Bin ich mal gespannt. Dann die Cracker-Schweif-Raketen. Neue Raketen von Funke. Bin ich sehr gespannt auf den Test, Leute. Sehr, sehr gespannt. Wird wahrscheinlich ein Einzeltest von den Dingern folgen. Oder ich werde alle Funke-Raketen nochmal irgendwie vergleichen, alle neuen oder so. Denn wir haben hier nochmal neue Funke-Raketen. Die Super G-Mini-Raketen, Doppelschlag-Raketen, Funke. Boah, die sehen auch ziemlich fett aus hier. Also viel fetter Sirenenraketen, Leute, jetzt habe ich Sirenenraketen. Wo bekommt man eigentlich noch Sirenenraketen, Leute? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich würde liebend gerne noch irgendwie eine ganze VE Sirenenraketen mir holen, weil das waren so, finde ich, mit die geilsten Funke-Raketen, die bisher auf dem Markt gab. Jetzt sind hier wieder neue Raketen am Start. Also bin ich mal gespannt, vielleicht löst sie ja jemand ab. Aber ich glaube, diesen Effekt mit diesem heulenden Aufstieg und dann dem fetten Bouquet am Himmel, der ist diesmal bei den Neuheiten hier nicht dabei. Und die Sirenenraketen, die findet man irgendwie echt noch ganz selten. Und jetzt haben wir hier zur Abwechslung die Pyropeitsche. Lol, wieso habe ich mir die überhaupt bestellt? Ist aber, glaube ich, mal ein ganz lustiger Artikel. Und hatte ich auch noch nie, deswegen bin ich auch da gespannt, wie das so sein wird. So wie die Luna hier wieder gespannt auf die Neuheiten von Funke sind. Oder ist... So, und dann haben wir hier die normalen G-Mini-Doppelschlagraketen. Also das sind die Super G-Mini und das sind die normalen G-Mini-Raketen. Und ja, dann machen wir auf jeden Fall auch mal hier die Packung auf. Bin ich selbst gespannt, wie die jetzt aussehen. Ja, zack. Machen wir hier noch. Zack. Oh nein, genau das wollte ich verhindern. Weil ja hier noch so ein dummer Streifen ist, Mann. So, jetzt ist er offen. Oh ja. Auf jeden Fall deutlich kleiner. Ihr seht hier den Vergleich. Wollt ihr dazu ein Vergleichsvideo sehen, Leute? Eins im Chat. Also so kleiner sind sie jetzt tatsächlich auch nicht.
aber ein bisschen, ne? Ein bisschen kleiner. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, da nämlich das auch Doppelschlagraketen sind, wieso der Unterschied zwischen denen ist. Dann haben wir jetzt hier noch eine Neuheit. Nochmal neue Raketen von Funke. Und zwar die Sternflockenraketen. 10 Stück in einer Packung. Und die schauen wir uns natürlich auch nochmal ganz geschwind an. Da ist mein Cutter, vielen Dank. So, hier ist ein Streifen. Okay, ich merke mir das immer 3. Na, mit links ist es nicht so einfach. So, jetzt haben wir's. Tada! Wow, nice! Sogar mit Abschussrohr feiere ich, die ich wahrscheinlich eh immer vergesse zu meinen Syrien-Touren. Sternflockenrakete blau. So, hier den Fokus. Schönes Ding. Cut F2. Wie viel Gramm haben die Dinger? 20 Gramm. Volle NEM, die möglich ist in Deutschland in Raketen zu packen, ist hier drin. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf den Test, Leute. Also die ganzen Tests werdet ihr jetzt auch zeitnah auf meinem Kanal zu sehen bekommen. Diese Raketen haben wir 2-mal bestellt. 2 Packungen Sternflockenraketen. Und dann haben wir jetzt hier noch 2 schöne Funke-Batterien. Oh nee, das war es jetzt auch wieder komplett. Funke-Batterien haben sich auch immer als sehr gut... ihr wisst schon, was ich meine. Dann Weißblinkerrot Z1 haben wir hier. Fächerbatterie und noch eine Fächerbatterie. Eine größere Fächerbatterie. Ich glaube, die hat 40 Euro gekostet. Die Brocard Scala 1 oder 1. Auch von Funke natürlich. Und ich denke mal, diese schönen Batzen werden in den Silvester-Vorfreude-Teilen einen schönen Platz finden. Apropos Silvester-Vorfreude-Teile, wann kommt endlich wieder Silvester-Vorfreude? Leute, zeitnah, ich muss erstmal wieder ins Ausland fahren, um für euch aktuell die Vorfreude-Teile zu produzieren. Aber ich bin dran, Leute. Es wird auf jeden Fall zeitnah der zweite Teil folgen. Da könnt ihr euch drauf freuen. So, jetzt haben wir hier schon alles ausgepackt, deswegen packen wir das jetzt einfach mal alles hier aus und den leeren Karton stellen wir jetzt mal hier nebenhin. Wir haben immer noch 2 fette Pakete, Leute. Und ich bin schon außer Atem. Ich habe so ein Gefühl, was hier drin sein könnte. Ich habe so ein Gefühl, Leute. Aber da muss auf jeden Fall auch noch ganz viel anderer Stuff drin sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Dinger über 40 Kilo wiegen. So, vorerst haben wir dieses Paket hier. Ein sehr langes Paket, wovon ich ausgehe, dass hier auch noch Raketen drin sind. Wobei ich jetzt ohne Scheiß, ohne Flachs, ich kann mich jetzt nicht erinnern, welche Raketen ich mir jetzt noch bestellt habe. Klar, ich wusste, dass ich mir neue Funke-Raketen bestellt hatte. Aber die haben wir ja jetzt schon alle gesehen. Also, was ist genau jetzt hier drin? Meine Fresse! Oh, ich raste aus. Also hier sind gar keine Raketen drin, sondern was ganz anderes. Ah ja, stimmt. Ich sehe schon hier da unten. Da habe ich zum Beispiel gar nicht mehr dran gedacht. Unter anderem haben wir hier weitere Echo-Batterien. Ich muss jetzt mal gucken. In einer VE sind, ich glaube, 30 Stück drin. Das heißt 90 Stück. Hier müssten jetzt noch 10 Echo-Batterien drinne sich verstecken. Erstmal Jorge Bengalos, ganz, ganz wichtig, gehen auch immer weg. Jorge Bengalos immer wieder einfach nur zu empfehlen. Wo haben wir denn die anderen? Hier tun wir die direkt zu den anderen legen. Ah, Lilly, jetzt auch langsam mal interessiert. Was haben wir hier? Verpackung. Und da unten lächelt uns schon was an. Und noch ganz viel anderes. Was ist das denn hier zum... Alter, daran kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Das ist Skull Heaven. 60 Shots. Boah, was ist das denn für ein Paket? Eine Batterie nehme ich jetzt mal an. Boah, ziemlich schwer. Eine Fächerbatterie. Skull Heaven. Boah, Leute, übelst heftig.
Da habe ich auf jeden Fall auch mega Bock drauf, dieses Ding in den Himmel zu jagen. Von Heron. Mal kein Funke, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute, was das Ding in den Himmel fetzt. Seid ihr auch gespannt, Leute? Eins im Chat. So, hier auf dem Katzenbaum. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Weitere Echo-Batterien, weitere Bengalos. Nochmal einen in grün und nochmal zwei Stück in rot. Das heißt, wir haben jetzt hier dreimal Bengalos in grün, zweimal rot, zweimal blau. Bengalos sind also wieder jetzt aktuell in der Tasche. Brauche ich mir jetzt erstmal für die nächsten Stunden keine Gedanken machen. Ganz viele Chili-Spinners. Habe ich auch mega Bock drauf, die Dinger in einen Kreis zu legen und dann geht's ab. Ja, genauso. Mann, meine kleinen Schätze. Ja, wir haben hier ganz viele Chili Spinners. Insgesamt werden das 1000 Stück, glaube ich, sein. War es nicht so, Leute? Oder 500 Stück? Ich glaube, 500 Stück werden es dann auf einmal sein, die wir hier hochjagen. Es sind immer 25 Stück in einer Packung. Bodenwirbel mit anschließendem übelsten Crackling. Und deswegen wird es einfach nur mega krass. Ja. Luna. ADHS Easter. ADHS. So, was haben wir jetzt hier noch, Leute? Wir haben hier richtig fette Knallmatten am Start. Und zwar 1000 Schüsser. 1000 Schüsser, super mega Matte. Das sind 1000 kleinere Knaller. Aber davon haben wir uns, soweit ich weiß, 10 Stück bestellt. Hier sind jetzt 6 Stück drin. Das heißt, theoretisch müssten davon noch 4 Stück sein. Alter, Leute, das wird so heftig. Auch 10.000 Knaller auf einmal und die sind nicht leise, Leute, die sind nicht leise und erst recht nicht 10.000 Stück auf einmal. Das wird auch ein übelst krankes Video, Leute. Ich kann es euch nur ans Herz legen, Leute, Glocke zu aktivieren, um diese Videos einfach nicht zu verpassen. Die gehen nämlich sehr oft unter, gerade jetzt im Dezember, wenn so viele Feuerwerk-Videos online kommen und generell so viele Videos auf YouTube online kommen, ist halt Wintersaison. Dann gehen diese krassen Videos in der Abo-Box unter, Leute. Glaubt es mir. Ja, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich auspacken. Ihr seht es ja hier. 5 sind hier und hier ist noch eine. Das heißt, 6 Stück sind hier in dem Karton. Und wir bewegen uns endlich. Was heißt endlich? Auf der einen Seite endlich, denn mir läuft schon wieder der Schweiß vom Kopf runter. Unboxing zu drehen ist anstrengend, Leute. Ich habe es euch schon mal gesagt. Aber irgendwie will ich es auch, will ich nicht, dass es aufhört. Oh, das war nicht mit Absicht. Wo ist mein Cutter? Da. Ey, jetzt finde ich ihn schnell. So, Leute, letztes Paket, Leute. Nochmal kurz Spannungsmusik hier reinhauen. Und ab geht er, Leute. Das XXL 40 Kilo Paket. Let's go. Und das wird jetzt der schönste Moment wahrscheinlich meines Lebens. Denn ich weiß schon, was unter anderem sich in diesem Paket befindet, weil das kann ich wirklich nicht vergessen, dass ich das bestellt habe, weil darauf freue ich mich einfach mit eigentlich am meisten in dieser Bestellung. Und es ist noch nicht ganz oben drin. Oh ja, das ist, oh Junge, die habe ich ja auch bestellt. Junge, wie heftig, Leute, wie heftig. Was werden für Videos auf euch zukommen, Leute? Was werden für Videos auf euch zukommen? Es werden 1000 Luftheuler in einem Video auf einmal gezündet. Leute, was geht ab, Leute? Es zünden viele nicht mal 10 Luftheuler auf einmal, weil es denen zu schade ist. Mir, ich muss sagen, mir tut es, glaube ich, auch irgendwie weh, 1000 Luftheuler auf einmal zu verballern. Aber ich irgendwie will ich auch sehen, wie das aussieht. Also irgendeiner muss es doch mal vormachen, 1000 Funke-Luftheuler auf einmal zu ballern.
Und dafür stehe ich mit meinem Namen, Leute. Das wird hier auf dem Kanal passieren. Ja, die haben ihren Spaß ihres Lebens, ich gerade auch. So, wir packen mal die Luftheuler-Packungen aus. Es müssten somit insgesamt 10 Packungen sein. Bin ich gerade ein bisschen dumm, dass ich mir keine 11 Packungen bestellt habe, damit ich wenigstens noch eine Packung so habe für Silvester. Ich habe zwar noch ein paar Packungen, aber so viele jetzt auch nicht. 3, 3 sind wir bei 6. 7. 8. 9. Und die 10. In einer Packung sind 100 Stück logischerweise drin. 10 mal 10 Packungen. Ja, ich hätte mir echt noch eine 11. bestellen sollen. Das ist gerade ein bisschen dumm gewesen. Und hier, Leute, seht ihr es schon? Seht ihr es schon? Seht ihr es schon? Jawohl! Es sind weitere Chili-Spinner. Das ist das, worauf ich mich gefreut habe, Leute. Es sind die Chili-Spinner. Weitere Chili-Spinner am Stüssel. Oh, es tut mir leid. Ich habe sie aber nicht getroffen. Ich Tierquäler! Ich Tierquäler, Leute. Ich schmeiß jetzt auch noch meine Katzen mit Feuerwerk ab, Leute. Es ist echt kaum zu glauben. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Die Funke, Bengalfeuer in grün, natürlich in grün, immer am Stüssel. Richtig geil, freue ich mich drauf, die mal in grün zu testen, habe ich noch nie. Ups, tun wir die auch mal hier in diesen Karton hier rein. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben einen richtig saftigen B-Böller-Schinken, oder? Müsste B-Böller sein. Funke China-Böller B. 40 mal 6 Stück. Feinste Funke B-Böller. Einfach nur schön. Da freut sich auch die Luna. Wer hätte es gedacht, Leute? Wer hätte es gedacht? So, weiter geht's. Was ist das denn? Knister 7 Teufel. Ah, das sind diese neuen Vulkane, soweit ich weiß. Genau. Das sind hier neue Vulkane. Die sollen richtig krass sein. Hier ist der Amethyst-Vulkan. Hier unten sind noch andere. Und zwar sind die von Importeur Lone Star Fireworks. Also eine ganz neue Marke. Oder ein ganz neuer Importeur. Also ein neuer Hersteller, Lone Star Fireworks. Der jetzt echt, ich glaube, erst dieses Jahr neu auf den Markt gekommen ist, mit auch vielen Neuheiten an Batterien und so weiter. Und leider keine Batterie diesmal mitgenommen, aber die Vulkane bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie die jetzt so sind. Wir haben hier nochmal 3 Stück von den Amethyst. Wir haben jetzt hier nochmal 3-mal die Megamatte. Eine müsste noch kommen. Eine müsste noch kommen. Ah, gut, da ist noch eine. Also, wir haben jetzt hier die 10 Megamatten voll. So. Boah, Leute, dieses Paket, ne? Als würde es nie enden, so. Als würde es nie enden. So. Kurz für zwischendurch die neuen Teufelsschläge von PyroWrap, von der Eigenmarke. Bin ich auch sehr gespannt, wie die jetzt so sind. Ich vergleiche die jetzt eigentlich mal mit den XP3-Böllern von Xplode, glaube ich. Ja, muss man dann einfach mal testen und vergleichen, würde ich sagen. Hier haben wir jetzt die anderen Vulkane. Das sind nämlich die blauen Lone Star Firework. Ein Sticker. Und das ist der Saphir. Ja, kleine Dinger sind aber, haben auf jeden Fall ihr Gewicht. Da kann man davon ausgehen, die sind von unten bis oben gefüllt. Nicht so wie die ganzen Fake-Mogelpackungen, die es heutzutage in den Discountern und so gibt und verkauft werden. Also die wiegen einiges und deswegen bin ich da sehr gespannt auf den Test. Wir haben jetzt hier Flashing Thunder, die normalen, müssten, glaube ich, genau, hier die Double Thunder auch noch mit dabei sein. Die sind richtig geil, mit fettem Feuertopf, habt ihr vielleicht im Halloween-Special gesehen. Also die Double Thunder gehen auf jeden Fall richtig ab. Nochmal die Saphire, also zweimal Saphir, zweimal
Amethyst. So, was haben wir jetzt hier noch? Funke Petada. Ja, sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Erstes Mal vor mir. Hatte ich vorher noch nie. Mit Reibbrett, glaube ich, dabei. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf den Test, wie laut die Dinger ungefähr sind. Dann haben wir jetzt hier die Choco Choco One von Funke. Neue Fontänen. Beziehungsweise die Choco Choco gibt es ja schon ganz lange auf dem Markt. Ein richtiger Klassiker bei den Fontänen. Und wie die Funke-Variante ist, bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Hier nochmal Double Thunder. Oh, Junge, diese Kiste, ne? Ist auch sexy. So, dann haben wir jetzt hier feinste römische Lichter. 20 Schuss, glaube ich, jeweils drin. Ne, 10 Schuss. Aber angeblich mit all verschiedenen Farben drin. Mit Blau, Lila und so weiter. Und nicht nur grün und rot, wie es nämlich in den ganzen Beko-Rödis zum Beispiel so ist. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie die Rödis so von Funke sind. Auch eine Neuheit 2019. Mein Rücken tut weh, Leute. Aber das ist scheißegal. Goldfontänen mit Farbsternen von Funke. Auch neue Fontänen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin auf alles so gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr auch. So, was guckt uns hier an? Dreimal die schönen Big Balls oder Big Whoppers, wie sie ja jetzt hier von Leslie heißen. Big Balls heißen sie von Xplode. Haben wir hier 3x6. Die sind einfach so zum Genießen für mich an Silvester zum Beispiel oder für irgendwelche Mischungen noch. Habe ich ja schon 100 Stück auf einmal von denen gezündet. Kann ich euch nur ans Herz legen, dieses Video. Ich blende es euch hier oben nochmal ein. 100 von den Big Balls auf einmal. Ein richtig geiles Video geworden. Und die sind, wie gesagt, jetzt so zum Genießen. Was haben wir hier? Ah, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Man hätte es nicht anders denken können. Und zwar Club Colors. Das sind jetzt Rauchbomben hier von Funke, soweit ich weiß, müsste Funke sein, oder? Bin ich jetzt blöd? Doch, hier, Funke. Funke Rauchbomben. Sehen jetzt auf dem ersten Blick ziemlich klein aus. Würde ich jetzt auch drauf tippen, oder doch? Ich würde sagen, dass vorne und hinten was rauskommt. Mit Reißzündung hier, sieht man schön den Reiser. Und, ja, bin ich sehr gespannt drauf, was das ist. Was da so rauskommt, ich denke mal ihr auch. Dann haben wir jetzt hier noch kleines, was? Bella Bomba? Was ist das denn? Knallkörper von Blackbox. Also würde ich jetzt auch mal ganz kurz aufschlitzen. Wo sind mein Cutter jetzt schon wieder? Ah, hier unten. Mann, mit einer Hand ist es echt nicht so einfach. Vor allem, wenn da immer 50.000 Teserstücke drin sind. Ja, die sind natürlich ganz wild. Hier steht das ganze Wohnzimmer jetzt hier voll. Ist klar. Muss ich jetzt gleich alles wegräumen. Oh. Da habe ich, glaube ich, jetzt nicht gerade den besten erwischt. Ja, von der Verarbeitung her jetzt eher mager, aber vielleicht knallen sie ja ganz gut. Könnte man ja dann mal mit den Teufelsschlägen von Pyrovapier vergleichen und zum Beispiel den Xplode XP3 Böller, weil die alle so die gleiche Größe haben. Geile Bombenrohre, Leute. Und zwar sind das hier die Thunder Blitz. Ich habe sie noch nicht live gehabt. Single Shots. Ein Ding hat 20 Gramm NEM, beziehungsweise eins hat auch nur 18,4 Gramm, wieso auch immer. Klassik-Kategorie F2 natürlich. Und ist übrigens von Heron Fireworks, so wie die Batterie vorhin, diese Totenkopf-Batterie, worauf ich auch sehr gespannt bin. Und auf die Bombenrohre natürlich genauso. Zwei Packungen von denen. So, dann haben wir jetzt hier die ganz geilen
Sky Bombs, die es jedes Jahr beim Lidl auch gibt, in der Vierer-Version. Hier haben wir 5 Stück drin, auch 5-mal verschiedene Farben, also bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt so rauskommt. Mir haben die sehr gefallen, also gerade so für zwischendurch an Silvester zum Aufwärmen finde ich die richtig geil. Sky Bombs, Single Shot Bombenrohre, schönes Bouquet auch am Himmel. Und es geht weiter, Leute, es geht weiter. Wir haben hier weitere Smokebirds, da sind die restlichen, damit wir nämlich auch auf die 100 kommen. Ich lasse die jetzt erstmal hier so drin stecken. Wir haben jetzt hier erstmal noch richtig schwere Silbercracker von TN. Die sollen auch richtig krass sein. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Tests hier. Kaliber 30 und das sind Fontänen, Leute. Das sind Fontänen. Crackersterne zerplatzen zu einem Gitter aus. Kann man das lesen? Sieht man das? Also da bin ich besonders weit fliegende Silberfunken. Alter, Leute, ich bin so gespannt und so heiß auf diese Dinge. Und die wiegen auch richtig viel, Leute. Ich mache die jetzt auch noch mal ganz kurz auf. 5 Stück in der Packung. Monster, Digga. Monster. Man könnte denken, das ist ein Single-Shot. Aber es ist eine fucking Fontäne. Eine fucking Fontäne. Also keine fucking. Eine geile Fontäne. Und darauf bin ich sehr gespannt, Leute. So wie auf alles andere auch, wie ihr, glaube ich, mitbekommen habt im Laufe des Videos. Wir haben jetzt hier Strobo-Fontänen von Jorge. Finde ich auch immer richtig geil. Und mal zur Abwechslung Crazy Balls. Oder Crazy Ball. Von Classic. Knatterartikel. Cut F1, also Jugendfeuerwehr. Keine Ahnung, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Können wir auch mal ganz kurz aufmachen, weil ich jetzt selber wissen will, was das genau ist. Lul, einfach magere Powerballs, alles klar. Wieso auch immer ich mir jetzt diese hier bestellt habe. Aber, Leute, ihr seht es hier unten. Feinste Ware, Leute, feinste Ware. Und zwar haben wir hier 4-mal, oh ne, 5, lol, es sind sogar 6. Ich dachte, ich habe nur 5 bestellt. Habe ich mir 6 bestellt, Leute? Korrigiert mich mal bitte. Die Leute, die im Stream dabei waren. Also ich meine, ich habe 5 bestellt. Ich sehe jetzt hier gerade 6. LOL! Kann aber, glaube ich, mal nicht schaden, oder? 6-mal Schallerzeuger Kategorie P1. Das macht mich einfach nur geil. Ganz wichtig, P1 ist aber trotzdem ab 18. Also es ist kein Jugendfeuerwerk wie F1. Sondern P1 ist trotzdem ab 18. Aber man kann die Dinger einfach das ganze Jahr überzünden. Und das ist einfach eine geile Sache. Davon haben wir jetzt den 3. hier. Den 5. Den 5. Den 4. Boah, mein Rücken, Leute, er schmerzt. Er schmerzt. Mein Rücken, Leute, ich bin alt. Ich werde echt alt langsam. Ah, wir haben jetzt hier noch. Das ist auch Deböller. Wir haben 6-mal den Funkelschinken in D. Es ist einfach nur geil, Leute. Und dadurch, dass jetzt hier auch einer mehr drin ist als gedacht, Leute, werde ich zeitnah diesen Funkelschinken verlosen. Ich würde sagen, im Atemlos-Livestream. Im Atemlos-Livestream durch die Einkaufsnacht, der am 27.12. dieses Jahr natürlich wieder um 22 Uhr beginnt. So wie seit 6 Jahren jetzt schon, verlose ich einen ganzen China-Böller D-Schinken von Funke, Leute. Was haltet ihr davon? Daumen hoch, Leute. Geile Sache, würde ich sagen. Und Kuss geht an alle raus, die auch jetzt bis hier zum Ende sich das angeschaut haben. Ihr habt den Vorteil, ihr wisst jetzt Bescheid, dass ich dieses Ding hier verlosen werde. Und hier unten natürlich die restlichen Smokebirds und meine Rücken. Oh mein Gott. Jetzt mal, oh mein Gott, ich muss mich hinsetzen. Retalk. Ach du Scheiß. Ach du Scheiß. Alter, Leute, mein Rücken. Anders. Da, ich dachte gerade echt, ich knick hier zusammen. Alter. Bei dem Anblick hier kann man das, glaube ich, auch. Alter. Leute, ich bin am Ende. Das Video ist jetzt auch. Oh, am Ende.
Eine Übersicht wird es jetzt erst, glaube ich, nicht geben. Ihr habt jetzt alles im Detail gesehen. Extra nicht im Schnelldurchgang, sondern zum Genießen. Ich glaube, ihr braucht keine Übersicht mehr. Die Leute, die sich es hier angeschaut haben, von Anfang bis Ende, wissen, was jetzt hier in den Paketen drin war, beziehungsweise drin ist. Und ja, Leute, ich kann mich ja noch mal ganz kurz filmen. Ich glaube, man sieht es mir an. Ich bin am Ende. Ich muss das erstmal ganz kurz auf mich wirken lassen hier alles. Erstmal kurz runterkommen, Leute. Erstmal kurz runterkommen, Digga. Ja, Leute, also, es werden so heftige Videos auf euch zukommen. Ich glaube, das könnt ihr euch schon ausmalen. Und wie gesagt, wenn ihr auch noch nicht bestellt habt, dann könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr eingebt pyroweb.de/mpm, erhaltet ihr automatisch eure 10% auf eure gesamte Bestellung. Und ihr unterstützt auch noch mich dabei. Ich bekomme auch noch 10%. Das ist einfach so eine heftige Aktion, die Pyroweb da rausgehauen hat. Ohne Witz, das macht nicht jeder. Und das ist einfach nur eine geile Sache. Und ja, tut das auf jeden Fall sehr gerne. Ihr erhaltet 10% auf eure gesamte Bestellung, wenn ihr einfach eingebt pyroweb.de/mpm. So, genug Werbung, glaube ich, an der Stelle. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich einfach auf die fetten Videos. Auf die fetten Tage, auf die geilen Tage, die jetzt bei uns hier bevorstehen. Es ist bald Silvester und es ist jetzt Dezember, zeitnah. Es ist Dezember, der letzte Monat, Leute. Und wir müssen jetzt wieder diese Vorfreudezeit genießen. Ich bin hier gerade fett am Genießen. Ich hoffe, ihr auch. Und dann habe ich, glaube ich, gar keine weiteren Worte für euch. Einfach nur Respekt, Leute, an diejenigen, die sich das jetzt hier bis zum Ende gegeben haben. Ne, Luna? Mein Schatz. Sagst du auch Tschüss zu den Leuten? Hm? Und Lilly kommt auch noch ins Foto, ins Bild. Die Familie auf einem Bild. Guck doch mal in die Kamera. Sie will nicht, sie ist scheu. Naja, mein Schatzi. Ich bin fertig, Leute. Werde jetzt das Video direkt schneiden und rendern und hochladen. Direkt, ne? Dauert ja nicht nur 8 Stunden jetzt locker, bis das Video dann überhaupt gerendert ist. Naja. Leute, ich laber hier viel zu viel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen im Livestream. Morgen Abend, Leute, Livestream einschalten unbedingt. Morgen Abend, 22 Uhr, der Pre-Atemlos-Livestream in den Dezember rein. Und damit, ciao, ciao, Leute.